Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall von Brauchitsch, besuchte die im Süden der Ostfront eingesetzten Armeen. In der Mitte Ritterkreuzträger Generaloberst Ritter von Schobert, der bei den Kämpfen im Südabschnitt den Heldentod fand. Ritter von Schobert führte im Kampf gegen Polen und im West- und Ostfeldzug seine Truppen von Sieg zu Sieg. Besuch des Reichsmarschalls Hermann Göring im Hauptquartier des Oberbefehlshabers des Heeres. Vortrag über den Einsatz der Pioniere. Hohen Norden der Ostfront. Stukas vom Typ U-87 starten zum Angriff auf rückwärtige Verbindungen der Sowjets im Raume von Murmansk. Volltreffer auf eine Kriegsbrücke der Sowjets. Neuer Anflug. Wieder sitzen die Bomben haargenau im Ziel. Weitere Brücken der Sowjets werden angegriffen und mit voller Wirkung getroffen. Riesige Wasser- und Erdfontänen kennzeichnen das Zerstörungswerk. Im Süden der finnischen Front. Das ist Viipuri, die alte finnische Hafenstadt am Westrand der karelischen Landecke. Finnische Truppen im Stoß auf Viipuri. Artillerie bereitet den Angriff über einen Fluss vor. Pioniere setzen über. Im feindlichen Artilleriefeuer geht es vorwärts. Das jenseitige Ufer ist erreicht und wird freigekämpft. Panzerjäger, sie zertrümmern sowjetische Bunker. Drahtsperren werden beseitigt. Immer näher geht es an Viipuri heran. Bolschewistische Widerstandsnester am Rande der Stadt werden niedergekämpft. Infanteriespitze dringt in Viipuri ein.
Straße um Straße muss in erbitterten Kämpfen genommen werden. Erst nach 2 Tagen war Viipuri von den Bolschewiken gesäubert und fest in finnischer Hand. Die Sowjets haben dem Befehl Stalins gemäß auch die Hauptstadt Kareliens fast völlig zerstört. Ganze Stadtteile wurden von ihnen in Trümmer gelegt. Das war der Bahnhof. Die Flagge Finnlands weht wieder über Viipuri. Am Ladoga-See. Den zurückflutenden Sowjets auf den Fersen geht es Leningrad entgegen. Auch hier, südlich von Viipuri, haben die Bolschewiken viele Häuser in Brand gesteckt. Das Gelände wird in breiter Front durchgekämmt. Wo sich noch Widerstand zeigt, wird er gebrochen. Der Weg von Viipuri nach Leningrad ist freigekämpft. Kampf im Raum von Leningrad. Deutsche Schnellboote stoßen in den finnischen Meerbusen vor. Ein sowjetisches Vorpostenboot. Es wird in Brand geschossen und versenkt. Weiter geht die Fahrt. Ein sowjetisches Unterseeboot ist festgestellt. Wasserbomben klar. Das feindliche Unterseeboot wird gejagt. Achtung, sowjetische Flieger! Sie werden sofort unter Feuer genommen. Ihre Bomben fallen wirkungslos ins Wasser. Die Schüsse liegen gut. Schuss. Mit wehender Flagge kehren die Schnellboote zu ihren Stützpunkten zurück. Deutsche Kampfflugzeuge im Anflug auf sowjetische Befestigungsanlagen vor Leningrad. Tiefangriff auf Batteriestellungen, Truppenansammlungen und Rückzugsstraßen der Sowjets. Das Brennstofflager ist in Brand geschossen. Immer enger zieht sich der Ring um Leningrad.
Diese Hindernisse und schweren Bunker bildeten einen fast unüberwindlichen Verteidigungsgürtel rings um die Stadt. Sie wurden in kühnen Angriffen niedergekämpft. Sturmgeschütze und Panzerkampfwagen gehen vor. Der Talisman der Abteilung. Widerstand. Artillerie geht in Stellung. Die bolschewistischen Feldbefestigungen werden sturmreif geschossen. Immer dichter schiebt sich unsere Front an Leningrad heran. Eine Beobachtungsstelle der Artillerie. Flak nimmt einen feindlichen Bunker unter Feuer. Sitzen genau im Ziel. Schwerer Flak greift ein. Ist eine Bresche in die schweren Befestigungsanlagen von Leningrad geschlagen. Auf der Dudehofer Höhe, dem Feldherrnhügel aus der Zarenzeit. Leningrad liegt im konzentrischen Feuer der deutschen Batterien aller Kaliber. Dort drüben das Häusermeer von Leningrad. Am Südabschnitt der Front. Deutsche Kampfflugzeuge greifen sowjetische Industrieanlagen und Truppenansammlungen am Schwarzen Meer an. Feldbefestigungen der Bolschewiken. Das erste Einsatzziel ist erreicht. In großer Höhe werden die Bomben gelöst. Tief unter uns die Einschläge.
Und hier sowjetische Befestigungswerke und Feldstellungen im Hagel unserer Bomben. Volltreffer auf eine Bahnlinie. Dem Schwarzen Meer entgegen. Bomben auf einen Sowjettransporter. Getroffen. Er brennt und sinkt. Der Bordfunker gibt Erfolgsmeldung. Die bisher größte Umfassungsschlacht an der Ostfront entwickelte sich im Raume ostwärts von Kiew. Sie führte zur Vernichtung von 4 sowjetischen Armeen. Hier die gewaltige Zange des umfassenden Angriffes. Aus dem Raum von Smolensk und über den Unterlauf des Dnieper stießen die deutschen Kräfte vor und kesselten die im Raum von Kiew stehenden sowjetischen Armeen ein. Die Panzerarmeen der Generalobersten von Kleist und Guderian stießen vom rechten und linken Flügel in nördlicher und südlicher Richtung vor und riegelten den Kessel ostwärts ab. Den Sowjets wurde dadurch der Rückzug abgeschnitten. Das ist der gewaltige Raum dieser großen Umfassungsschlacht. Hier ein Vergleich mit den entsprechenden Entfernungen in Deutschland. München, Köln, Stettin. Im Angriff von allen Seiten wurden die eingeschlossenen 4 sowjetischen Armeen immer enger zusammengedrängt. Auf den Raum dieses kleineren Dreiecks zusammengetrieben, gehen sie ihrer Vernichtung entgegen. Die Größenverhältnisse dieses Dreiecks entsprechen dem Raum München, Stuttgart, Würzburg. Kampf um Kremenchug. Artillerie bereitet den Angriff über den Dnieper vor, der beiderseits Kremenchug in 120 Kilometer Breite überwunden wurde. Brennende Tankschiffe am Ufer des Dnieper. Kremenchug. Die hart umkämpfte Stadt ist fast völlig zerstört. Selbst in den Straßen hatten die Sowjets Kampfstände angelegt. Während von Kremenchug vom Unterlauf des Dnieper aus die Divisionen der Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von Rundstedt nach Norden vorstießen, drangen starke Kräfte der Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von Bock aus dem Raum von Gomel nach Süden vor. Es galt, das gewaltige Dreieck in der Ukraine nach Osten hin zu schließen und das Schicksal der eingeschlossenen Sowjetarmeen zu besiegeln. Schwere Landregen haben die völlig verwahrlosten Sowjetstraßen in Moraste verwandelt. Aber ungestüm geht es weiter vorwärts. Die Marschgeschwindigkeit ist gerade hier entscheidend für den Erfolg.
Tschernigow an der Desna, dem hart umkämpften Nebenfluss des Dnieper. Infanterie dringt nach schweren Kämpfen in die Stadt ein. Panzerjäger gehen vor und sichern den südlichen Ortsausgang. Mit diesen Plakaten rief man die Bevölkerung zum verbrecherischen Partisanenkrieg auf. Das blieb von Tschernigow, das von den Bolschewisten verzweifelt verteidigt wurde, übrig. Die Rückzugsstraßen der zerschlagenen Sowjetarmeen. Der deutsche Nachschub rollt. Endlose Kolonnen von Gefangenen. Ihre Zahl wächst von Stunde zu Stunde. Ostwärts von Tschernigow. Die Infanteriespitze hat sich eingegraben. Gefechtspause. Essenträger. Ein warmer Schlag aus der Feldküche. Inzwischen nimmt die Artillerie sowjetische Stellungen an der Desna unter Feuer. Infanterie erkämpft auch hier den Übergang über den Fluss. Ein Brückenkopf ist gebildet. Stoß auf Konotop. Spitze Halt, Befestigungen sperren den Weg. Durch Leuchtkugeln wird Artillerie angefordert. Eine Sturmbatterie in Bereitstellung hat das Signal erkannt. Sturmgeschütze preschen vor. Der Widerstand wird gebrochen. Eisenbahnlinie Kiew-Moskau ist erreicht. Schienenweg hinaus wird der Angriff weiter vorgetragen. Der Ring um vier sowjetische Armeen geschossen. Ihre Vernichtung ist in vollem Zuge.
Vormarsch auf Kiew. Im Zuge der großen Umfassungsoperationen wurde auch der Angriff gegen die ukrainische Hauptstadt eingeleitet. Wo die Brücken gesprengt sind, werden in kurzer Zeit behelfsmäßige Übergänge geschaffen. Mit solchen Sperren versuchten die Sowjets, die Straße nach Kiew zu blockieren. Die deutschen Verbände kämpfen sich von Westen her an die Stadt heran. Der Feind ist im Weichen. Artillerie bricht den letzten Widerstand im Vorgelände der Stadt. Infanterie greift an. Unmittelbar vor den Toren von Kiew. Die stark ausgebauten Befestigungen sind in kühnem Durchbruch überwunden. Die Sowjets zerstörten im letzten Augenblick alle Übergänge über den Dnieper. Nachdem die obere Führung der sowjetischen Truppen geflüchtet war, warf die Besatzung die Waffen fort und gab den weiteren Widerstand auf. Flug über Kiew. Straßen unter uns die einrückenden deutschen Kolonnen. Kiew, das bedeutende Handels- und Industriezentrum der Sowjetunion, die Hauptstadt der Ukraine, ist in deutscher Hand.
Die Vernichtung der ostwärts Kiew eingeschlossenen bolschewistischen Armeen nimmt ihren Fortgang. Kamerad!